Und herzlich willkommen natürlich zum zweiten Video an diesem Tag, Freunde, an diesem Abend besser gesagt, Six All in the Mix. Und herzlich willkommen zu diesem Video. Bisschen Slash Eis aus der U-Bahn. Und ja, laut der Überschrift habt ihr mitbekommen, ich bin gerade jetzt hier im Wedding. Stark, wie Wedding aussieht, Alter, allein von der Aufmachung her. Auch die ganzen Graffitis und alles drum und dran. Wir sind hier im Wedding. Nicht so weit von der Straße, wo es wieder Bandenkriege gibt oder gab letztens, gestern, vorgestern, keine Ahnung. Ich habe die Information bekommen, dass sich hier Großfamilien aufeinander oder aneinander an die Gurgel wollten. Wir sind jetzt gerade hier am Naunerplatz und die Straße davon, diese Gröbener Straße oder was auch immer, ist hier in der Nähe. Schaut mal hier. Richtig schöner restauriertes Gebäude, aber dann mit so einem weißen Text, Alter, aus dem Nichts, so was ich meine. Wollte ich euch auch mal kurz gezeigt haben, warum nicht. Hm. Ja, die Kollegen hatten wieder Stress und was geht hier ab, Alter? Graffiti sind heftig auf jeden Fall, ja. 1-1-1-3-1 Debser, was steht da noch? Hildi, Olaf, 21-100. Ganz komische Sachen hier. Da hinten ist auf jeden Fall das Real Graffiti, nicht so wie das hier. Ansonsten sehen wir da gegenüber auch ein bisschen Graffiti, ein bisschen das. Bevor wir gleich anfangen, über das Thema zu sprechen, dachte ich mir, zeige ich euch so ein bisschen Naunerplatz. Hier ein Gebäude, was neu gestrichen wurde, Alter. Fehlt hier auf jeden Fall auch noch, dass jemand mit Graffiti rübergeht. Und damals gab es hier so einen richtig legendären geilen Döner. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt sind es alles neue Dönerläden hier. Vorher gab es einen vor 10 Jahren, der war wirklich sehr, sehr gut. Damals zu meinen Breakdance-Zeiten, zum Training, als ich hergekommen bin, habe ich immer richtig geilen Döner gegessen. Von der Qualität hier, Alter. Ja. Ja. Wir sind mal ganz kurz hier vor der Station. Und ja. Berlin-Naunerplatz und die Gangs haben untereinander wieder Stress, ja. Auch wenn ihr wisst, wer das ist, bitte nicht in die Kommentare schreiben, was da vorgefallen ist, mit wem was war. Ich bitte euch jetzt nicht, dass ihr wieder schreibt, weil das Ganze ist auch privat. Also sollen die Leute unter sich selber aushandeln und machen, was sie wollen. Und ich finde es natürlich wieder scheiße. Woran es wieder gelegen hat, weiß ich nicht. Also solange dann sozusagen außerhalb keine Menschen verletzt werden, ist das ja eigentlich immer relativ egal, wenn die untereinander ihr Stress haben. So, ich glaube, die klären die jungen Männer da oder jungen Frauen oder was auch immer, die klären das unter sich. Die haben ja meistens auch immer einen Volksältesten, wie nennt man diese? Wie nennt man die Leute, diese Anführer? Diese Ältesten, ja, die auch nochmal schlichten und das alles sozusagen checken. Und die ältesten Führer sozusagen, die dann sozusagen sich zur Verantwortung hineinsetzen, miteinander quatschen und dann ist es ja meistens aus dem Leben geholt, das Ganze dann, aus dem Problem weg, ja. Das meiste wird aus dem Problem geschaffen, ja, aus der Welt geschaffen. Meine Fresse, was ist heute wieder los? Auf jeden Fall hier ein paar Graffitis, ballert hier auf jeden Fall. Eine ganz ruhige, unscheinbare Gegend. Dass hier Stress gibt, Alter, würde man sagen, nee, schwierig, aber doch. Hier gibt es Stress. Hier gibt es Safe-Stress. Ja, Wedding vor allem. Wedding 65, das ist der Vibe hier. Ja, also, ja, was soll ich dazu sagen? Also, so Großfamilien untereinander gab es eigentlich schon immer Stress, je nachdem, was passiert ist. Ja, selbst solche Großfamilien damals auch, als ich in Neukölln gelebt habe, laut meinem Wissensstand, haben nicht einfach so grundlos was gemacht. Die haben nicht grundlos aufeinander irgendwas gemacht und dann sind aufeinander losgegangen. Da ist meistens ja auch ein Grund dahinter. Ja? Und die schlagen nicht irgendjemand draußen, sondern die wissen warum, wem und warum das so ist. Ja? Die untereinander werden es besser wissen. So. Und alles andere Spekulationen, zum Beispiel auch Politik oder Polizei. Ich würde sagen, die Politik spekuliert eher. Die Polizei weiß mehr,
weil sie halt laut Beweislage natürlich immer alles sammelt und natürlich auch die Zusammenhänge kennt. Die Polizei kennt mehr Zusammenhänge als die Politik. Die Politik macht komplett gar nichts. Die kümmert sich gar nicht darum sogar. Ja? Also hier hat die Politik auch auf jeden Fall versagt. Krang Wang, ich hoffe nicht, dass er jetzt volle Pulle auftritt. Und der hält sogar hier. Das geht ab. Also der Wedding ist, der hieß immer was los. Ja, der Wedding ist auch immer mit am Start. Die Tür geht auf. Die steigen aus. Jemand in der Fahrschule einen Herzinfarkt bekommen, oder? Kann auch sein. Ja? Also das ist der Wedding, der ist immer schon so gewesen. Bunt und ein bisschen laut, ein bisschen schrill. Und ja, Naunerplatz. Was soll ich sagen? Auch immer mehr Hipsters mittlerweile. Ja? Früher halt immer weniger. Oder Leute, die dazugezogen, ja, neu dazugezogen und so. Ja, aber im Ganzen ist das nämlich hier auch genauso geblieben wie vorher auch. Ja? Es ist jetzt nicht nur Neueinkömmlinge, ja, abgesehen von der Religion und Rasse, sondern auch noch die Altsessenen, ne? Alteinsessenen Leute, die hier noch sind. Hier, Kralldöner sehe ich gerade, grüße ihn raus, Werbung auf mich, Hähnchengrill, das sind so Läden, die kenne ich gar nicht mehr. Damals gab es hier einen Dönerladen, glaube ich, da wo Kralldönerladen ist, der war damals richtig gut. Ja. Aber den meisten habe ich letztens getroffen in der Sonderlee, der hat damals diesen Dönerladen hier betrieben, aber er ist weggegangen, er hat verkauft. Ich weiß nicht, warum er verkauft hat. Aber es hat sich für ihn nicht mehr gelohnt. Er ist danach gegangen. Ja. Krank waren wir wieder. Aus dem Nix. Wir gehen mal ganz kurz gucken, was da so läuft. Es ist rot, wa? Mag das nicht so lange zu warten. Und Polizei ist auch überall hier. An jeder Ecke ist auch Polizei, habe ich gesehen. Die Streifenwagen fahren manchmal vorbei und gucken natürlich, was hier los ist. Der Bruder läuft über Rot, ich auch. Ja. Bruder, diese Rot. Hey, du hast was verloren. Ja, Bruder, was zu rauchen verloren. Du hast was verloren, Bruder. Der Typ. Sein Tabak. Ja, alles okay. Da hat jemand einen Schwächeanfall gehabt, mehr war das nicht. Ja. Also was soll ich über die Leute sagen? Ich weiß nicht. Und das ist nichts Neues und früher war das auch so. Die haben, Familien haben sich untereinander gestritten und die Familien haben sich auch untereinander dann verstanden wieder. Es war Frieden, Alter, was geht hier ab? Wedding halt, ne? Ein bisschen Müll an den Seiten, ein bisschen Graffiti, ein bisschen Innenhof, ein bisschen Einkaufswagen, Alter. Ja. Mich würde interessieren, ich bin ja mit der U-Bahn gekommen, ne? Jetzt gehen wir mal ganz kurz runter in die U-Bahn und schauen uns an, wie es da drin so aussieht. Dann würde ich sagen, beenden wir natürlich auch das Video. Dann gibt es hier auch gar keinen Grund mehr, hier weiter zu filmen. Ja, Berlin-Nauner Platz, auch immer eine Ecke gewesen, die nicht ohne war. Ja. Und ja, wie gesagt, die Familien, die Großfamilien, die vertragen es wieder. Das werden sie auch ohne Polizei machen. Ja. Und mach's gut, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Ja? Schönen Abend dir auch noch. Ja, cooler Typ. Bei dem habe ich das Slash-Eis gekauft vorhin. 2 €. Das größte Eis, das er da hat. Heftig. 2 €. Ist krass. Und ja, ihr seht auch hier einiges schon marode. Ja, die Fassade hier. Ne, dass das hier auch schon einige Zeit mitgemacht hat. Nauner Platz ist auch nicht mehr die neueste Station. Wedding. Aber solange alles hält, ist es okay. Wegen Bauarbeiten ist auf der Linie U9, ja, zwischen den Bahnhöfen Walter Schreiber Platz. Da kommt gar nicht mehr nach Hause. Ein Ersatzverkehr. Gleisbild wäre interessant. Lassen wir sie kurz aussprechen. Reicht doch jetzt.
Oh, oh, oh. Auch hier kommt die U-Bahn jetzt, Alter. Auf der anderen Seite. Mann, auch hier eine Spritze. Ich zeige sie euch kurz. Ich beende jetzt einfach mal das Video, weil ich muss mit der Bahn los. Mit Six All in the Mix, das war's mit diesem Video, Freunde. Guck mal. Spritzen. Krass. Auch am Naumannplatz. Ja. Das ist schon krass, Alter. Hier gibt es auch Sachen, ne? Ich steige jetzt in die U-Bahn. Meinerseits war es das dann auch schon. Auch zum Thema Großfamilien, was auch immer. Ihr seht, die U-Bahne sind auch relativ okay besucht. Sitzen Leute da. Einer von Liefern hält, Alter, der keine Lust hat, Fahrrad zu fahren. Ja, und das ist unsere beliebteste Berliner U-Bahn. Ja? Ich würde sagen, mein Name ist Six, All in the Mix. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.